Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag hören. Mein Name ist Sebastian Beug und es ist Dienstag, der 8. Oktober. Es war eine Nachricht, die gestern richtig eingeschlagen hat. Die Pflegeversicherung könnte schon im kommenden Februar zahlungsunfähig sein. Grund sind die rasant steigenden Kosten in der Pflege und die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der auch die Pflegekassen vertritt, erwartet in diesem und im kommenden Jahr Verluste in Milliardenhöhe. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versuchte gestern, die Sorgen vor einer Pleite der Pflegeversicherung zu zerstreuen. Er plant zeitnah eine größere Pflegereform. In jedem Fall dürfte der allgemeine Beitragssatz steigen und damit die Sozialversicherungsbeiträge so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Über das Thema spreche ich mit unserer Chefökonomin Dorothea Siems. Zunächst aber die Nachrichten. Ich bin Gisa Weber, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch soll neuer SPD-Generalsekretär werden. Darauf haben sich die Parteispitzen geeinigt, heißt es aus Berlin. Offiziell bestätigt ist das bis jetzt aber nicht. Miersch ist derzeit SPD-Fraktionsvize. Der bisherige Generalsekretär Kevin Kühnert war zuvor aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Auch für den Bundestag will er nächstes Jahr nicht kandidieren. Weltweit ist an den Terrorüberfall der Hamas auf Israel vor einem Jahr erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier sagte in Berlin, er wünsche sich ein Ende des Sterbens im Nahen Osten. Und Kanzler Scholz betonte, dass es jetzt so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben müsse. In Stockholm geht heute die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger weiter. Am Mittag wird mitgeteilt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhält. Gestern ging es los mit den Preisträgern im Bereich Medizin. Geehrt werden zwei US-Wissenschaftler für ihre Mikro-RNA-Forschung. Deutschland hat ein gewaltiges demografisches Problem. Jede zweite Person im Land ist inzwischen älter als 45 Jahre, jeder fünfte sogar älter als 66 Jahre. Das ist zum einen ein Problem für die Rente, weil trotz Zuwanderung immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Es ist aber auch ein Problem in der Pflege. Seit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 hat sich die Zahl der Menschen, die Pflegeleistungen beziehen, mehr als verfünffacht, von rund 1 auf 5 Millionen Menschen im vergangenen Jahr. Die Pflegeversicherungen, die den gesetzlichen Krankenkassen angegliedert sind, machen inzwischen Milliardenverluste. Dorothea Siems ist Chefökonomin bei Welt. Hallo Dorothea. Grüß dich Sebastian. Wie viel Geld fehlt den Pflegeversicherungen in den kommenden Jahren denn eigentlich genau? Also die Krankenkassen, die sind ja zuständig auch für die Pflegeversicherung. Die haben gesagt, dass im aktuellen Jahr schon ein Finanzloch da ist von 1,5 Milliarden. Im nächsten Jahr soll es dann 3,5 Milliarden sein. Das sind immer grobe Schätzungen. Und das, was in diesem Jahr fehlt, muss dann auch im nächsten Jahr eigentlich aufgebracht werden zusätzlich. Also das heißt, es geht jetzt schon um 5 Milliarden. Wie es dann weitergeht, ist noch abhängig davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt, weil das hängt immer sehr stark natürlich auch am Arbeitsmarkt, was reinkommt an Geld. Und dann aber auch an dem, was bei der Pflege noch sich verändern kann. Also wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer Hiobsbotschaften gehört. Es wurde teurer als gedacht und zwar in der Regel deutlich teurer. Das grundsätzliche demografische Problem ist ja, wie geschildert, schon länger bekannt. Aber was ist der Grund, dass ausgerechnet jetzt die Pflegekassen in finanzielle Not geraten sind? Also die Demografie ist der kleinste Teil dessen, was wir am Problem bislang sehen. Das ist natürlich in den nächsten 20, 30 Jahren wird die Demografie richtig zuschlagen. Aber bislang ist es die starke Ausgabenausweitung, vor allem seit 2014, also unter der großen Koalition und jetzt unter der aktuellen, hängt mit Gesetzesveränderungen vor allem zusammen. Als die Pflegeversicherung in den 90er Jahren eingeführt wurde, war sie recht schmal bemessen und es sollte auch nur ein Zuschuss sein, eigentlich zu den Aufwendungen, die in einem Fall der Pflegebedürftigkeit eben zu tragen sind. Aber der Gesetzgeber, die Politik ist eben vor allem in den letzten Jahren zunehmend dahin gekommen,
die Leistungen stark auszuweiten. Wir erinnern uns, dass am Anfang zum Beispiel Demenzkranke, also altersverwirrte Leute, gar nichts kriegten. Inzwischen sind die alle auch drin. Dann ist es so, dass leichte, sehr leichte Pflegefälle inzwischen auch schon Leistung kriegen. Das war früher auch anders. Der Pflegebegriff ist ausgeweitet worden. Es gibt mehr Stufen. Und dann ist es dynamisiert worden. Das heißt also, die Leistungen werden stetig angepasst. Auch das ist sehr teuer. Aber vor allen Dingen die Ausweitung des Versichertenkreises, die schlägt halt massiv zu Buche. Und dann kommt obendrauf noch, dass die alte Regierung mit dem Gesundheitsminister Spahn eine Beteiligung an den Heimkosten, einen Zusatzaufschlag, eine prozentuale, beschlossen hat. Die Ampel hat das dann auch noch ausgeweitet, so dass die stationären Kosten extrem aus dem Ruder gelaufen sind. Für Pflegebedürftige und auch für Angehörige von Pflegebedürftigen war die Ausweitung des Empfängerkreises ja erstmal eine gute Nachricht. Was bedeuten die Lücken in der Finanzierung denn jetzt für die Betroffenen? Ja, das ist immer so, für die, die was bekommen. Und das sind eben, man muss sich überlegen, das sind halt die heute Älteren, also vor allen Dingen die Hochbetagten, weil da ist das Pflegerisiko dann eben erhöht. Ab 85 steigt es deutlich an. Und aber auch die Babyboomer, weil die sind die, die oft eben ja Angehörige sind, ist es natürlich eine Erleichterung. Aber vielen ist es gar nicht bewusst, dass das eigentlich noch gar nicht so lange her ist, also dass die Generation davor das noch privat gezahlt hat, außer im Fall von einer Sozialbedürftigkeit. Da hat es dann die Sozialkasse gezahlt. Aber man hat halt trotzdem immer das Gefühl, es reicht nicht, weil eben ja auch der Eigenanteil stark gestiegen ist wegen steigender Lohnkosten, die ja auch von der Politik eben stark in die Höhe getrieben worden sind. Also Pflegeheime müssen Tarif bezahlen. Das war bis vor 2 Jahren nicht der Fall. Und vor allen Dingen sind all diese Verbesserungen, Leistungsverbesserungen, eben immer mit einem Langfristeffekt. Also all das, was jetzt schon teuer wird, müssen wir uns vorstellen, ist in 10 Jahren viel, viel teurer, weil dann kommt die Demografie tatsächlich obendrauf. Also wir reden ja über eine Verdopplung der Pflegefälle in den nächsten Jahren dann auch noch. Und deswegen ist es für Beitragszahler halt eine Hiobsbotschaft. Lass uns über die Beitragszahler sprechen. Schon jetzt zahlen Arbeitnehmer 3,4% ihres Gehalts als Beitrag in die Pflegeversicherung. Für kinderlose Arbeitnehmer sind es sogar 4%. Man muss dazu sagen, die Arbeitgeber übernehmen jeweils 1,7%. Müssen wir uns auf steigende Beiträge einstellen? Ja, auf stark steigende Beitragssätze. Also wenn man sich anguckt, wie das eben in den letzten Jahren sich entwickelt hat, die Ausgabenverdoppelung, die erste hat fast 20 Jahre gedauert, die zweite haben wir innerhalb von 6 Jahren geschafft. Also es geht rasant jetzt nach oben. Und die Erzählung, dass die Hälfte der Kosten die Arbeitgeber tragen, das ist natürlich richtig. Bloß genau dieser Teil, den die Arbeitgeber zahlen, der geht uns ja vom Lohn trotzdem ab. Den könnten wir sonst als Lohnerhöhung durchsetzen. Über welche Größenordnung reden wir denn hier bei den Beitragssteigerungen? Also im kommenden Jahr wird jetzt von 0,3% ausgegangen. Wenn wir dann bei Durchschnittsverdienern sind, sind es ungefähr im Jahr gut 150 Euro. Bei den Krankenkassenbeiträgen wird von einer Erhöhung von 0,7% ausgegangen. Wenn man das zusammennimmt, dann sind wir bei rund 500 Euro, die ein Durchschnittsverdiener künftig im kommenden Jahr voraussichtlich mehr an diesen beiden Sozialversicherungen bezahlen müssen. Und die Rente wird kurz danach dann auch die Beiträge steigen. Also es ist insgesamt so, dass von dem Problem, was wir ja kennen, was wir jetzt eine ganze Weile auch schon diskutieren, dass sich Arbeit für viele im Land zu wenig lohnt, dass dieses Problem damit natürlich zunimmt. Abschließende Frage. Für viele Arbeitnehmer sind die Sozialabgaben ja inzwischen eine größere Belastung als die Steuern. Wie blickst du auf die Entwicklung der Sozialabgaben in Deutschland? Ja, das ist wirklich ein düsterer Ausblick, weil die Demografie, die jetzt auf uns zukommt, der Wandel, der eben jetzt Fahrt aufnimmt, die kommenden Jahre, die kommenden 15 Jahre verschlechtert sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu den Leistungsempfängern dramatisch.
Mit dem Wechsel der Babyboomer in die Rente ist das eine völlig andere Finanzbelastung für die Sozialkassen. Und das wird von der Regierung, und das war die Vorgängerregierung eben auch schon in der Richtung unterwegs, ausschließlich den Jüngeren aufgebürdet, eben den Beitragszahlenden. Und das ist wirtschaftlich gesehen, für die, also die ökonomischen Folgen sind verheerend, weil für den Arbeitsmarkt ist das eine schwere Belastung. Wir sind weltweit schon jetzt mit der Steuer- und Abgabenbelastung zusammen für Arbeitnehmer weltweit Spitze. Und es gibt eben Warnungen, die sagen also, dass wir auf 50% Sozialabgabenquote gehen. Da kommen dann noch Steuern drauf. Deswegen ist absehbar, dass wir in den nächsten 10 Jahren über diese ganzen Sozialthemen immer weiter und immer härter werden, Diskussionen erleben. Und es wird im Zweifelsfall nicht das an Leistungen geben können für die Babyboomer, was ihnen heute versprochen wird. Und das gilt für die Pflege ebenso wie für die Rente. Dorothea Siems, vielen Dank. Ich danke. Was sind eigentlich Daddy-Issues? Und was ist dran am Vaterkomplex? Warum wird ADHS bei Mädchen häufig übersehen? Und wie wirken Burger und Pommes auf unser Gehirn? Im Podcast Aha, 10 Minuten Alltagswissen, bekommt ihr Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Dafür sprechen meine Kolleginnen und ich mit Expertinnen und Experten über wissenschaftliche Alltagsfragen, die sich jede und jeder von uns schon einmal gestellt hat. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Damit endet Das bringt der Tag für heute. Die Meldungen wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss war um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beuk und ich wünsche Ihnen einen gut informierten Start in diesen Dienstag.